Ci accomodiamo. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan, Vatican Media, Vatican News. Aus dem Damasushof des Vatikans übertragen wir live die Generalaudienz von Papst Franziskus. Der Papst hat zu Beginn das Kreuzzeichen gespendet und es wird nun in mehreren Sprachen, darunter gleich auch auf Deutsch, ein Ausschnitt aus dem Evangelium vorgetragen. Io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Parola del Signore. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan Kempis von Radio Vatikan. Au cours de la dernière scène, Jésus dit à ses disciples: Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While they were at supper, Jesus said to his disciples, You are those who have continued with me in my trials. As my Father appointed a kingdom for me, so do I appoint for you. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brethren. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. Als sie bei Tisch waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ihr habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han permanecido siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les otorgo el reino, así como el Padre me lo otorgó a mí. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, así como se hace con el trigo cuando se lo separa de la paja. Pero yo he rogado por ti, para que no pierdas tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas.
Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Palavra da Salvação. Es sind Mitarbeiter des Vatikanischen Staatssekretariats, die Ausschnitte aus dem Lukas-Evangelium vortragen. Auf Deutsch war das Monsignore Winfried König. القديس لوقا خلال العشاء الأخير قال يسوع لتلاميذه أنتم الذين ثبتوا معي في محني وأنا أوصي لكم بالملكوت كما أوصى لي أبي به سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم كما تغربل الحنطة ولكني دعوت لك ألا تفقد إيمانك وأنت ثبت إخوانك متى رجعت كلام الرب. Die Katechesen des Papstes drehen sich in diesen Wochen um das Thema Gebet. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Oto słowo Pańskie. Es folgt die Ansprache des Papstes in italienischer Sprache. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Quanto la preghiera sia stata fondamentale nella relazione di Gesù con i suoi discepoli. Die Evangelien zeigen uns, wie grundlegend das Gebet in der Beziehung Jesu zu seinen Jüngern war. Das zeigt sich schon bei der Auswahl derer, die später die Apostel werden sollten. Lukas stellt ihre Wahl in einen präzisen Kontext des Gebets. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Jesus wählt also die Apostel nach einer Nacht im Gebet aus. Es wirkt so, als gäbe es bei dieser Wahl kein anderes Kriterium, wenn nicht das Gebet, den Dialog mit dem Vater. Nach dem späteren Verhalten dieser Männer zu urteilen, scheint es, dass die Wahl nicht die beste war. Denn sie alle sind ja geflohen in der Nacht, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber gerade das, vor allem die Wahl von Judas, dem künftigen Verräter, zeigt, dass diese Namen in Gottes Plan geschrieben waren. Continuamente raffiora nella vita di Gesù la preghiera in favore dei suoi amici. Das Gebet für seine Freunde taucht immer wieder auf im Leben Jesu. Die Apostel geben ihm manchmal Grund zur Sorge. Aber Jesus trägt sie, so wie er sie vom Vater empfangen hat, in seinem Herzen. Così li porta nel suo cuore. Anche nei loro errori. Auch mit ihren Fehlern, auch mit ihrem Versagen. In tutto questo scopriamo
In all dem entdecken wir, wie Jesus Lehrer und Freund war, immer bereit dazu, geduldig auf die Bekehrung eines Jüngers zu warten. Il vertice più alto di questa attesa paziente è l'atella d'amore che Gesù. Der Gipfel dieses geduldigen Wartens ist das Netz der Liebe, das Jesus um den Petrus webt. Beim letzten Abendmahl sagt er zu ihm, das, was wir eben gehört haben, Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch sieben darf wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Es ist beeindruckend zu wissen, dass in einem solchen Moment die Liebe Jesu nicht erlischt. Aber Padre, wenn ich in Todsünde bin, betet Jesus weiter für mich? Ja. Aber wenn ich wirklich das Schlimmste getan habe, was möglich ist, macht er trotzdem weiter? Ja. Die Liebe Jesu, das Gebet Jesu für jeden von uns hört nicht auf. Es wird im Gegenteil noch intensiver und wir stehen im Mittelpunkt seines Gebetes. Daran müssen wir immer denken. Jesus betet für mich. Jetzt gerade steht er vor dem Vater und zeigt ihm seine Wunden. Er hat sie mit sich genommen, denn das war der Preis unserer Erlösung, die Liebe zu uns. Denken wir mal nach in diesem Moment, jeder von uns, jetzt gerade, betet Jesus für mich? Ja. Das ist eine große Sicherheit, die wir haben können. Das Gebet Jesu finden wir auch in einem weiteren entscheidenden Moment seines irdischen Weges, als er die Jünger über ihren Glauben befragt. Nochmal der Evangelist Lukas. Jesus betete für sich allein, die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, im Namen aller, für den Christus Gottes. Er befahl ihnen und wies sie an, es niemandem zu sagen. Den großen Wendepunkten der Mission Jesu geht immer ein intensives, lang anhaltendes Gebet voraus. Nicht nur so en passant, sondern intensiv. Ein langes Gebet. Immer in diesen Momenten das Gebet. Diese Glaubensprüfung wird zu einem neuen Ausgangspunkt für die Jünger, denn von da an ist es, als ob Jesus in seiner Mission einen neuen Ton anschlagen würde und offen zu ihnen spräche von seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung. In questa prospettiva che istintivamente suscita repulsione. In dieser Perspektive, die bei den Jüngern wie bei uns, den Lesern des Evangeliums, instinktiv Widerstand hervorruft, ist das Gebet die einzige Quelle von Licht und von Kraft. Jedes Mal, wenn der Weg bergauf führt, ist es nötig, intensiver zu beten. Und tatsächlich, nachdem er den Jüngern angekündigt hat, was ihn in Jerusalem erwartet, findet die Episode der Verklärung statt. Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm, Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Deshalb fand diese vorwegnehmende Offenbarung der Herrlichkeit Jesu im Gebet statt, während der Sohn in die Gemeinschaft mit dem Vater eingetaucht war und seinem Liebeswillen, seinem Heilsplan voll zustimmte.
Und aus diesem Gebet heraus kommt ein klares Wort für die drei Jünger. Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Aus dem Gebet kommt die Einladung, Jesus zu hören. Immer im Gebet. Auf diesem kurzen Durchgang durch das Evangelium erfahren wir, Jesus will nicht nur, dass wir beten, wie er betet, sondern er versichert uns, dass wir immer auf sein Gebet zählen können, selbst wenn unsere Gebetsversuche völlig vergeblich und unwirksam sind. Wir können immer auf sein Gebet zählen. Das müssen wir uns klar machen. Jesus betet für mich. Einmal hat mir ein tüchtiger Bischof erzählt, dass in einem sehr schwierigen Moment seines Lebens, in einer großen Prüfung, alles war dunkel, dass er in der Basilika nach oben sah und folgenden Satz dort geschrieben fand: Ich, Petrus, werde für dich beten. Und das hat ihm in diesem Moment Kraft und Trost gegeben. Das passiert jedes Mal, wenn jemand von uns weiß, Jesus betet für mich. Jesus betet für uns. In diesem Moment? Ja, in diesem Moment. Machen Sie doch mal diese Übung, wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenn Sie abgelenkt sind im Orbit. Jesus betet für mich. Ja, stimmt das, Pater? Ja, das stimmt. Er selbst hat es gesagt. Vergessen wir nicht, das, was jeden von uns unterstützt im Leben, ist das Gebet Jesu. Es unterstützt jeden von uns mit Vor- und Nachnamen. Er zeigt dem Vater seine Wunden, seine Wundmale, den Preis für unsere Erlösung. Auch wenn unsere Gebete nur stottern, wenn sie durch schwachen Glauben beeinträchtigt werden, wir dürfen nie aufhören, auf ihn zu vertrauen. Gestützt durch das Gebet Jesu ruhen unsere zaghaften Gebete auf Adlerflügeln und steigen auf zum Himmel. Vergessen Sie nicht, Jesus betet für mich, jetzt. Im Moment der Prüfung? Ja. Im Moment der Sünde? Auch in dem Moment. Jesus betet voller Liebe für mich. Danke. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Mitarbeiter des Staatssekretariats verlesen nun in mehreren Sprachen eine kurze Zusammenfassung dessen, was der Papst gerade gesagt hat, und kündigen an, dass der Papst am Schluss das Vaterunser beten und seinen Segen spenden wird. Es wird auch eine deutsche Zusammenfassung dessen geben, was der Papst gerade gesagt hat. Frères et sœurs, les évangiles nous montrent combien la prière a été fondamental dans la relation de Jésus avec ses disciples. Leur choix n'a pas d'autre critère que la prière, le dialogue avec le Père. Dans la vie de Jésus, la prière en faveur de ses amis affleure continuellement. Parfois, les apôtres sont pour lui un motif de préoccupation, mais il les porte toujours dans son cœur, même avec leurs erreurs, et aussi dans leur chute. Il est toujours pour eux un maître et un ami disponible à attendre avec patience leur conversion. Les grands tournants de la mission de Jésus sont toujours précédés d'une prière intense et prolongée. Il y trouve un nouveau point de départ pour progresser dans sa mission. Lors de la Transfiguration,
la manifestation anticipée de la gloire de Jésus s'est déroulée dans la prière, alors qu'il était plongé dans la communion avec le Père et consentait pleinement à sa volonté d'amour, à son dessein de salut. Nous en retirons donc que Jésus non seulement veut que nous prions comme lui prie, mais il nous assure que nous pouvons toujours compter sur sa prière, même si les nôtres ne sont que des balbutiements ou compromises par une foi vacillante. Nous ne devons jamais cesser de mettre notre confiance en lui. Soutenus par la prière de Jésus, nos timides prières s'appuient sur des ailes d'aigle et montent jusqu'au ciel. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. In questi tempi difficili vi invito a pregare per le persone che dubitano, testimoniando loro che Gesù non ci abbandona mai e non cessa di intercedere per noi presso il Padre. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. En ces temps difficiles, je vous invite à prier pour les personnes qui doutent et à témoigner près d'elles que Jésus ne nous abandonne jamais et ne cesse pas d'intercéder pour nous auprès du Père. Et que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider Jesus as the model of prayer for his disciples. The Gospels show us that the Lord chooses his apostles only after a night of intense prayer. Before every crucial moment in his ministry, Jesus withdraws to pray. Only after long prayer does Jesus question the disciples about their faith in him and then reveal to them his coming passion, death, and resurrection. On the Mount of the Transfiguration, Peter, James, and John then see the Lord in prayer, revealed in his glory as the beloved Son of the Father. At the Last Supper, he assures Peter that he has prayed for him, for his conversion and for his future mission. Like the apostles, we too can count on the Lord's prayer to sustain us in our journey of faith and discipleship. The Catechism reminds us that the risen Jesus, seated at the right hand of the Father, constantly intercedes before him on our behalf. As we strive to persevere in prayer, may we be confident that our petitions will rise to heaven on eagle's wings, and with and in Jesus always find a hearing before the throne of the Father. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. L'imminente celebrazione della solennità del corpo e del sangue di Cristo ci renda più consapevoli della presenza reale di Gesù in mezzo a noi nell'Eucaristia. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. May the coming celebration of the solemnity of the body and blood of Christ deepen our awareness of the real presence of Jesus among us in the Eucharist. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. Und jetzt auf Deutsch.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Evangelien machen uns deutlich, dass das Gebet für die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern grundlegend ist. Jesus trägt die Apostel, die ihm vom Vater anvertraut worden sind, trotz ihrer Fehler und Schwächen in seinem Herzen und wartet geduldig auf ihre Umkehr. Gerade das Evangelium von Lukas berichtet davon, dass der Herr in den wichtigsten Augenblicken für seine Jünger betet. Bei der Berufung der Jünger, beim Bekenntnis des Petrus, bei der Verklärung, beim letzten Abendmahl. Jesus will nicht nur, dass wir so beten, wie er betet, sondern versichert uns zugleich, dass wir bei all unseren eigenen Mängeln im Gebet stets auf seine Fürbitte bauen dürfen. Der Katechismus sagt dazu, das Beten Jesu macht das christliche Gebet zu einer wirksamen Bitte. Er ist dessen Vorbild. Er betet in uns und mit uns. Zudem betet Jesus an unserer Stelle und für uns. Alle unsere Bitten sind ein für allemal in seinen Schrei am Kreuz hineingenommen und vom Vater in seiner Auferstehung erhört worden. Deshalb hört Jesus nicht auf, beim Vater für uns einzutreten. Aufgerichtet durch das Gebet Jesus können unsere scheuen Worte den Himmel erreichen. Es folgt nun ein kurzer Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger in italienischer Sprache. Saluto con affetto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Come Gesù ci accompagna nella nostra vita quotidiana, così anche la sua preghiera ci sorregge nelle nostre attività di ogni giorno. Rivolgiamo durante il nostro lavoro qualche pensiero a Gesù e cerchiamo di scoprire il suo volto in ogni persona che incontriamo. Il Signore ci guidi sul nostro cammino. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Wie Jesus uns im Alltag begleitet, so richtet uns sein Gebet bei unseren täglichen Aktivitäten auf. Denken wir bei unserer Arbeit ab und zu an Jesus und versuchen wir, in den Menschen, die uns begegnen, sein Antlitz zu erkennen. Der Herr geleite uns auf allen unseren Wegen. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos.
Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros. Intercede a nuestro favor. Nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial. In seinem Redebeitrag in spanischer Sprache geht Franziskus auch auf das bevorstehende Hochfest von Fronleichnam ein. Möge der Herr uns jetzt vor Fronleichnam die Herzen von Betern geben. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial, às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. A oração foi um elemento fundamental na relação de Jesus com os seus discípulos. São Lucas narra como a escolha dos doze nasce da oração de Jesus, do seu diálogo com o Pai. Frequentemente vemos o Senhor rezar em favor de seus amigos, esperando com paciência que se convertam. Há pouco, ouvimos como Jesus, com a sua oração, cria amorosamente uma defesa em torno a Pedro, contra as ameaças do maligno. Consola-nos saber que, nos momentos em que cedemos às tentações, não cessa o amor de Jesus por nós. Pelo contrário, em realidade faz-se mais intenso e nos coloca no centro da sua oração. Os grandes eventos na missão de Jesus são precedidos de oração intensa,
prolongada. É depois de um desses momentos de oração que Jesus pede a confissão de fé dos seus discípulos e lhes anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Igualmente, em um momento de oração, acontece o episódio da transfiguração, sinal antecipado da glória da ressurreição. Assim, mesmo que as nossas tentativas de oração fossem ineficazes, podemos sempre contar com a oração de Jesus, que faz da oração cristã uma petição eficaz, pois Ele ora por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Todos os nossos pedidos foram reunidos, de uma vez por todas, no seu brado sobre a cruz e atendidos pelo Pai na sua ressurreição. E é por isso que Ele não cessa de interceder por nós junto do Pai. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Non dimenticate che il Signore prega sempre per noi e unisce le nostre timide preghiere alla sua per presentarle al Padre. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Dirige uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Não esqueçam que o Senhor reza sempre por nós e une as nossas tímidas orações à sua para apresentá-las ao Pai. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس ما زال قداسة البابا يتكلم على الصلاة واليوم قال إن يسوع هو مثال وروح كل صلاة وتبين لنا الأناجيل مدى أهمية الصلاة في علاقة يسوع مع تلاميذه فقبل أن يختارهم أحيا الليل كله في الصلاة لله واستمر في الصلاة من أجلهم خلال حياته بالرغم من أخطائهم وعثراتهم فكان يسوع لهم معلماً وصديقاً ينتظر بصبر أن يفهم التلاميذ الرسالة التي يريد أن يكلفهم بها فعند عثراتهم محبتهم له لم تكن تتوقف بل كانت تزداد قوة وكانت صلاته تسبق لحظات التحول الكبرى في رسالته عندما أراد أن يتحقق من إيمان التلاميذ سألهم من أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب بطرس مسيح الله إذ ذاك كلمهم بصراحة عن ألامه وموته وقيامته الصلاة هي الينبوع الوحيد للنور والقوة من الضروري أن نصلي بقوة أشد في كل مرة تصبح الطريق أمامنا صاعدة وشاقة وقال قداسته يسوع لا يريدنا فقط أن نصلي كما هو صلى ولكنه يؤكد لنا أنه حتى لو كانت
محاولاتنا للصلاة لا جدوى لها ولا غير فعالة يمكننا دائما أن نعتمد على صلاته ويجب أن نتوقف عن الثقة به فهو يصلي أيضا لأجلنا وبدلا منا ولمنفعتنا وكل طلباتنا قد جمعت كلها مرة واحدة في صرخته على الصليب وقد استجابها الآب لما أقام يسوع من بين الأموات يسوع هو شفيعنا الدائم لدى الآب والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli di lingua araba. Dio ci ama e ha un progetto per la nostra vita. Quando lo invochiamo, egli ci risponderà. Infatti è proprio lui che ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية الله يحبنا وله خطة لحياتنا عندما ندعوه سيستجيب لنا في الواقع هو الذي قال لنا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر Ojcze Święty, polscy wierni pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim zwłaszcza dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Ewangelie ukazują, jak fundamentalne znaczenie miała modlitwa w relacji Jezusa z Jego uczniami. Już wybór tych, którzy później mieli zostać apostołami, Łukasz umieszcza w kontekście modlitwy. Wydaje się, że w tej decyzji modlitwa była jedynym kryterium. W życiu Jezusa stale powraca modlitwa za przyjaciół. Jezus otrzymał ich od Ojca i nosi ich w swoim sercu z ich wadami i upadkami. Był ich nauczycielem i przyjacielem, zawsze gotowym cierpliwie czekać na ich nawrócenie, a w chwilach ich upadków miłość Jezusa nie ustaje i jeszcze bardziej stawia ich w centrum swojej modlitwy. Modlitwa Jezusa towarzyszy pytaniu o wiarę uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział wówczas za Mesjasza Bożego. Ten moment jest dla uczniów nowym punktem wyjścia, ponieważ od tej pory Jezus jakby nabrał nowego tonu w swojej misji, i mówił im otwarcie o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. W tej perspektywie modlitwa staje się dla nich źródłem światła i siły. Po zapowiedzi tego, co czeka go w Jerozolimie, ma miejsce wydarzenie przemienienia Pańskiego. To objawienie przyszłej chwały Jezusa dokonało się na modlitwie, gdy był zanurzony w komunii z Ojcem i w pełni zgadzał się na Jego wolę miłości, na Jego plan zbawienia. I z tej modlitwy wypłynęło jasne słowo skierowane do trzech uczniów. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Jezus nie tylko uczy nas modlitwy, ale zapewnia, że nawet jeśli nasze modlitwy wydają się całkowicie daremne i nieskuteczne, zawsze możemy liczyć na Jego modlitwę. Jak czytamy w katechizmie, modlitwa Jezusa czyni z modlitwy chrześcijańskiej skuteczną prośbę. On jest jej wzorem. Modli się w nas i z nami. Jezus modli się również za nas, w naszym imieniu i dla naszego dobra.
Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi. Oggi in particolare mi unisco spiritualmente ai giovani che già da 25 anni in questi giorni si radunano all'Etnica, alle fonti battesimali di Polonia, per rinnovare la loro adesione a Cristo. Cari giovani, quest'anno la parola chiave del vostro incontro è ascolta. Nella Bibbia questa parola introduce il Decalogo, sensibilizza le coscienze, richiama ascoltare il Signore e ad amarlo con tutto il cuore e tutta l'anima e tutte le forze. Lo Spirito Santo che vi accompagna nella preghiera, apra i vostri cuori all'ascolto, riaccenda il vostro amore per Cristo e consolidi la vostra fedeltà alla sua parola. Vi benedico di cuore. In polnischer Sprache noch ein besonderer Gruß von Papst Franziskus an ein katholisches Jugendtreffen in Polen zum Thema Höre. Der Heilige Geist mache euch zu Hörern des Wortes. U źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest usłysz. W Biblii to słowo wprowadza w dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego słowu. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare. Zum Schluss der Generalaudienz im Hof. In particolare. Des Apostolischen Palastes ein Gruß des Papstes. In italienischer Sprache. E al pellegrinaggio della diocesi di Chioggia con il vescovo Monsignor Adriano Tessarollo che ricorda il 50° anniversario del sacerdozio. Tanti auguri. Cari fratelli e sorelle, domani si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che in Italia e in altri paesi è trasferita domenica prossima. Possiate trovare nell'Eucaristia mistero di amore e di gloria, quella fonte di grazia e di luce che illumina i sentimenti. Auch in italienischer Sprache ein paar Worte von Papst Franziskus zum Hochfest Frohen Leichnam. Das im Vatikan Feiertag ist, in Italien allerdings nicht. Möge die Eucharistie für euch immer eine Quelle der Gnade sein, sagt der Papst und grüßt zum Schluss der Audienz wie üblich Arme, Kranke, Alte, Menschen sowie die Jungverheirateten. Ihnen allen gebe ich meinen Segen. Es folgen das gesungene Vaterunser auf Latein und der Segen des Papstes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum,
Francisco. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Mit dem Segen von Papst Franziskus endet die Generalaudienz im Damasushof des Apostolischen Palastes. Der Heilige Vater hat über die Bedeutung des Gebets gesprochen, speziell des Gebets Jesu für seine Jünger und für uns. Jesus tritt auch heute in diesem Moment beim Vater für uns ein, so die Botschaft des Papstes. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan Kempes. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit dabei waren. Ihnen allen noch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Hier ist Radio Vatikan, Vatican Media, Vatican News. Laudetur Jesus Christus.